Ja, hi Leute, ich heiße Ivan, für die, die letzte Woche nicht da waren. Und ich möchte heute ein bisschen was über das Geldsystem und die Federal Reserve vorlesen. Weil wir hatten ja im Prinzip drei Kernthemen, also von den Mahnwachen. Ja? Das ist einmal Frieden, dann waren es die Medien und die Kritik an der Fed und an dem Geldsystem. Und das ist bisher ein bisschen kurz gekommen und deswegen wollte ich mal ein bisschen drüber reden. Vor allen Dingen für die Leute, die da jetzt noch nicht so viel Ahnung haben oder die zum ersten Mal da sind oder auch die, die jetzt vielleicht von außen ein bisschen rankommen. Also der Text, den ich hier habe, der heißt Der Weltgeldbetrug von Professor Dr. Eberhard Hamer vom Mittelstandsinstitut in Hannover. Im Prinzip wird jetzt darin erklärt, wieso die Fed kritisiert wird und was das Problem am Geldsystem ist. Also, ich fange an. Der größte und weitreichendste Wirtschaftsskandal unserer Tage findet zurzeit durch die Manipulation an den Geld- und Währungssystemen statt. Der Geldbetrug hat erstmals eine globale Dimension, weil er sich weltumspannend abspielt und keiner nationalen Regierung deshalb mehr kontrolliert, gestoppt oder verhindert werden kann. Und weil er sogar nach den veralterten nationalen Gesetzen formell legal stattfindet. Erste Überschrift vom Realgeld zum Nominalgeld. Nach der Finanztheorie ist Geld ein legalisiertes Tauschmittel, welches auch zur Wertaufbewahrung dienen soll. Die Ausgabe von Geld war deshalb früher staatliches Privileg. Die als Geld umlaufenden Gold- und Silber- und Kupfermünzen hatten staatliche Prägung. Der Staat garantierte also die Reinheit des Metalls und das Gewicht der Münzen, sodass man nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland jederzeit wusste, wie viel jedes Geldstück wert war. So waren die Metallmünzen zugleich Tauschmittel und Dauerwert. Der Staat musste aber, um Geld ausgeben zu können, Gold und Silber haben. Deshalb war es wichtig, dass zum Beispiel Silberbergwerke in staatlicher Hand waren und auf diese Weise der Staat aus Silber für zusätzliche Prägemünzen einsetzen konnte. Umgekehrt wussten die Bürger, dass der Staat nur so viel Geld ausgeben konnte, wie er über Edelmetall verfügte. Der Edelmetallvorrat war also die Basis für das in Edelmetall umlaufende Naturalgeld. Jede Goldumlaufwährung hat allerdings den Nachteil, dass Geld nicht so stark vermehrbar ist, wie die Wirtschaft wächst. Dass also eine gewisse deflatorische Geldknappheit stärkeres Wirtschaftswachstum behindern könnte. Deshalb gingen viele Staaten zu einer indirekten Goldwährung über. Sie hatten einen bestimmten Goldschatz und gaben auf dieser Basis staatliche Zentralbanknoten aus, die im täglichen Gebrauch leichter zu transportieren, zu zählen und auch in höheren Summen aufzubewahren waren. Ihr Wert beruhte darauf, dass man die Geldscheine jederzeit bei der Zentralbank vorlegen und in entsprechendes Gold oder Silber umtauschen konnte. Auf diese Weise konnte der Staat sogar mehr Nominalgeld ausgeben, als er an Edelmetall verfügbar hatte. Denn üblicherweise bestanden nur wenige Geldscheininhaber auf den Umtausch ihrer Scheine in Gold. Normalerweise reichte also ein Volumen von weniger als 10% Gold für ein Währungsvolumen einer um 90% höheren Geldscheinmenge. Zweite Überschrift, vom staatlichen zum privaten Geld. Der entscheidende Schritt weg vom Staatsgeld war 1913 die Gründung von der Federal Reserve System in den USA. Obwohl nach der amerikanischen Verfassung eigentlich nur Gold und Silber gesetzliches Geld sein dürfen, hat sich ein von privaten Banken gegründetes Kartell eine private Zentralbank geschaffen mit dem Recht, eigenes Geld auszugeben, welches gesetzliches Zahlungsmittel wurde und für welches anfangs noch die amerikanische Zentralregierung garantierte. In dieser privaten Bank wurden nach dem Ersten Weltkrieg die Goldreserven der Welt zusammengekauft, mit der Folge, dass viele andere Währungen okay, es geht weiter. Herr Stuhl. Wir machen einfach weiter, gell? In dieser privaten Bank wurden nach dem Ersten Weltkrieg die Goldreserven der Welt zusammengekauft, mit der Folge, dass viele andere Währungen ihren Goldstandard nicht mehr halten konnten und in der Deflation zusammenbrachen. Erste Wirtschaftskrise. Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde deshalb 1944 in Bretton Woods wieder die Einführung eines neuen Gold-Dollar-Standards beschlossen. Während des Weltkrieges verlangten die USA für die Bezahlung
von Rüstungsgütern Gold von den kriegführenden Nationen. Auch das Gold Deutschlands musste als Kriegsbeute abgegeben werden. So sammelten sich über 30.000 Tonnen Gold der Welt allein in den USA, mehr als alle anderen zusammen hatten. Dieses Gold diente als Deckung für die Dollars. Da aber ein größerer Teil der Dollars in den Zentralbanken der Welt als Reservewährung gehalten wurde, konnten die USA mehr Dollars ausgeben, als sie an Goldbasis hatten. Die Länder der Welt brauchten nämlich Dollars, um die Rohstoffe dafür zu kaufen, die nur auf Dollarbasis gehandelt wurden. Neben dem Gold wurde deshalb der Dollar immer stärker in den anderen Zentralbanken zur Hauptwährungsreserve. Die Dollarherrschaft über die Welt hatte begonnen. 1971 kündigte US-Präsident Nixon die Einlösungspflicht des Dollars in Gold und zugleich die Haftung des Staates für den Dollar auf. Seitdem sind die Dollarnoten weder real durch Gold noch durch Staatshaftung gedeckt, also eine freie private Währung der Federal Reserve Bank. Der Dollar und alles andere Gold der Welt sind seitdem nicht mehr werthaltig, sondern nur noch gedrucktes, legalisiertes Zahlungspapier. Das Problem, während sich in den letzten 30 Jahren die Gütermenge der Welt nur vervierfachte, hat sich die Geldmenge vervierzigfacht. Inzwischen hat also keine Währung der Welt noch irgendeine reale Wertgrundlage. Hat sich das Geld der Welt von jedem zugrunde liegenden Sachwert gelöst, wird es als Papier hemmungslos neu gedruckt und durch ständige Vermehrung ständig entwertet. Dass die Leute immer noch glauben, das Geldpapier, welches sie in der Hand haben, habe einen festen Wert, liegt daran, dass durch geschickte Manipulation der Devisenkurse ein scheinbares Wertverhältnis vorgespielt wird. Diese Devisenkurse werden nämlich von genau den gleichen Gruppen manipuliert, die auch die Geldmengenvermehrung produzieren. Praktisch hat inzwischen das von der US-Hochfinanz gesteuerte und ihnen gehörende private Federal Reserve System Weltgeld Bedeutung erlangt. Das Fed-Privatgeld Dollar ist schon von der Geldmenge her in der Welt dominierend. Mehr als 75% aller Geldquantitäten sind Dollars. Die US-Hochfinanz hat auch die von ihnen kontrollierten Rohstoffmärkte gezwungen, nur in Dollars zu verkaufen. Wer sein Öl nicht gegen wertlose Dollars, sondern gegen Euro verkaufen will, wird zum Terroristen erklärt, für die Sadat. Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen heftig. Weitermachen immer noch, oder? Ja, gerne. Wir kennen okay. Mit dir nass. Wir können die Flagge noch überhin. Alles klar, ich mach weiter, wenn ihr es wollt. Also, auch die Zentralbanken der übrigen Länder wurden gezwungen, die Dollars in immer stärkerem Maße, die Eurobank in über 90% als Währungsreserven einzustellen. Die übrigen Währungen, wie zum Beispiel der Euro, beruhen also ihren Wert zu über 90% auf wertlosen, nur durch die Macht und den Willen der US-Hochfinanz gehaltenen Dollarpapieren. Inzwischen wurden sogar die Nationalbanken sanft oder hart gedrängt, ihre Goldvorräte gegen Dollars abzugeben oder auszuleihen. Das Gold der Welt hat sich dadurch wiederum, wie vor der ersten Weltwirtschaftskrise, bei den Eigentümern des Federal Reserve Systems konzentriert, sodass ein neuer Goldstandard nur mit deren Willen und nach deren Diktat wieder einzuführen wäre und die Fed-Eigentümer mit einer Neuversetzung des Goldpreises allein dadurch im Falle einer Währungsreform ein Jahrhundertgeschäft machen würden. Doch weiter. Wir halten mit durch! Dauert nicht mehr so lange, gell? Die US-Hochfinanz steuert also über die ihr gehörende FED letztlich das Geld und die Währung der ganzen Welt. Der Dollar ist privates Geld dieser US-Hochfinanz von niemandem außer von ihr garantiert, aber nach Kräften missbraucht, vermehrt und zum Instrument ihrer Weltherrschaft und zum Hilfsmittel für den Raub aller wichtigen Rohstoffe und Sachwerte der Welt missbraucht. Die US-Hochfinanz und die US-Administration zwingen seit Jahren wirtschaftlich und politisch die wichtigen Zentralbanken der Welt, Eurobank, Japan, China und andere, die bei ihnen sich für Exporterlöse oder als Kaufpreise für den Aufbau von Sachgütern ansammeln, um wertlose Dollars zu behalten und als angeblich werthaltige Devisenreserve zu halten. Die Währung der Satellitenstaaten wird also und ist bereits immer wertloseren Dollars unterlegt, also praktisch ebenso wertlos geworden. Somit sind alle im gleichen Geldentwertungsboot. Damit aber hat der Schuldner USA selbst in der Hand, wie stark er durch offizielle Abwertung des Dollars schließlich seine Gläubiger an Reichern betrügen und sich auf deren Kosten wieder entschulden will. Jede Abwertung des Dollars wird vor allem das 80% aller Dollars haltende Ausland entreichen.
Dem Schuldner steht es frei, wie stark er seine Schulden abwerten und damit seine Gläubiger betrügen will. Noch wird die Illusion des Geldwertes trotz dramatischer Entwertung durch den Zwang eines gesetzlichen Zahlungsmittels künstlich aufrechterhalten. Nutznießer dieses Systems sind nicht nur die US-Hochfinanz, welche durch ihre Fed immer hemmungsloser Dollarmengen in die Welt jagt, sondern auch die dieses Spiel mitbetreibenden Zentralbanken, wie zum Beispiel die Eurobank, die Bank of Japan und andere. Die Vorstände dieser Banken wissen genau, wie wertlos der Dollar inzwischen ist, stützen aber immer noch die gesetzliche Illusion der Zahlungsmittelfunktion des Dollars, haben sogar aus politischen Gründen geschwiegen und die eigene Währung nahezu ausschließlich mit wertlosen Dollars in ihrer Währungsreserve unterlegt. Also ihre Währung praktisch ebenso wertlos gemacht. Würde eine Währungsreform kommen, stünde zum Beispiel die Eurobank ohne Werte da. Das Gold, auch das deutsche Gold, ist mutmaßlich nur noch als bloßer schuldrechtlicher Rückgabeanspruch vorhanden, nicht mehr aber als Realgold. Als der Abgeordnete Hohmann diesen Skandal bei der Bundesregierung anklagte und dreimal auf Antwort bestand, wurde ihm auf höherem Befehl dafür die rote Karte gezeigt. Das System lebt davon, dass ein Missbrauch nicht diskutiert und nicht veröffentlicht wird. Und die letzte Seite ist zusammengeklebt. Vielleicht habe ich es aber auch verloren, oder? Naja, ich finde sie jetzt nicht, aber ich denke, der Inhalt war irgendwie klar. Bravo! Das nennt man mal Aktivismus. Ja, danke, dass ihr da geblieben seid.